Jo, meine Freunde, was geht ab? Euch X-Kern hier am Start am Clash-Dienstag in unserem kleinen Dorf, das langsam ein bisschen größer wird. Heute geht's um Clan-Kriegsangriffe, beziehungsweise eher mal um den Clan-Kriegs-Base-Umbau. Wir lassen unsere Rathaus-5er-Farm-Base noch immer so stehen, also ist quasi unsere alte 4er. Ich habe erstmal alles aufgewertet. Ich muss mich heute ein bisschen beeilen, ich habe nicht so viel Zeit. Dafür dann nächste Woche ein bisschen ausführlicher. Wir werden dann unseren ersten Clan-Krieg starten. Ein bisschen uns da einspielen, ein bisschen testen. Viele haben noch keine Erfahrung, deswegen versuche ich ein bisschen was zu erklären. Wir lernen das gemeinsam, also keine Sorge. Ich, Blödmann, habe übersehen, dass wir einen Magierturm noch bauen können. Ich habe den ganz übersehen. Ich habe den ganz vergessen. Und wir versuchen jetzt, dieses Gold zu farmen. Uns fehlt noch 53.000. Mal sehen, ob wir einen finden. Ich hoffe es. Dann können wir endlich unsere Clan-Krieg-Space bauen. Können wir überhaupt zwei bauen? Wir können zwei bauen. Ich habe zwei coole gefunden. Und dann kann ich die natürlich dann im Clan-Krieg benutzen. Hoffentlich kann ich davor noch mein letztes Camp auf 5 bringen. Habe ich. Cool. Mein letztes Camp auf 5. Das ist nice. Wir haben eine Kaserne schon auf 7, oder? Kann das sein? Ja, eine Kaserne ist auf 7. Das heißt, wir haben auch Magier. Das heißt, ich muss im Labor meine Magier aufwerten. Das heißt, das Beste wäre jetzt, wenn wir einen finden, der 50.000 Gold hat und 100.000 Elix. Ich glaube nicht dran, aber naja, haben wir mal Glück. Tut mir leid, dass es heute ein bisschen zügiger geht, aber seid ihr eigentlich nicht von mir gewohnt. Wir versuchen jetzt einen zu finden. Ich gucke mal zuerst bei Vergeltung. Und wenn nicht, dann farmen wir ein bisschen. Ich bin sogar jetzt in Silber 3. Sieht nicht aus mit unseren... sieht nicht gut aus mit unseren Gegnern. Der? Der hat sogar was, aber... Nee, schade. Also ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Mindestens 50.000 Gold Elix. Ja, wäre natürlich optimal, dass wir die direkt anschmeißen. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum Clan-Krieg, deswegen ist das nicht so problematisch. Wie es mit den Strategien und so aussieht, gutes Deutsch, das werden wir auch noch ganz in Ruhe besprechen. Also wir wollten ja hier sowieso ein bisschen chillen. Ich möchte das nicht zu schnell machen, deswegen ist auch noch nicht alles wirklich aufgewertet. Es dauert, wir gehen, ich kümmere mich darum, habe erstmal die Kanonen und die Türme ein bisschen aufgewertet. Es dauert noch, ihr seht, meine Mauern sind ein bisschen schon gewachsen, die sind schon auf 5, der Rest ist noch auf 4. Unser Gefängnis ist wieder da und es ist wieder auf 4, deswegen dauert noch was, aber wir wollen uns ja auch Zeit lassen und im Clan-Krieg zeige ich dann noch Angriffe von euch. Wir gehen durch Strategien, wir gucken uns Verteidigung an, allen Kram, ganz in Ruhe, wir haben ein bisschen Spaß und ich finde es mega von euch, dass so schnell die ganzen Leute gekommen sind, so schnell voll. Wenn ihr abgelehnt worden seid, es tut mir leid, aber ich habe gesagt, kein Rusher, deswegen seid nicht zu traurig oder so. Für die Leute, die nicht gerusht sind und sich gewünscht haben, reinzukommen, vielleicht wird bald ein Platz frei, dann könnt ihr nach vorbeischauen. Ich sage euch Bescheid. Jetzt werden wir aber endlich mal Loot finden, also bis gleich. Holy, 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 holy. Auf jeden Fall ist das Gold drin, Elix leider nicht. Aber das Gute ist, er hat eine Farmbase, das heißt, wir können uns das Rathaus wegschnacken. Und sein ganzes Loot ist in den Sammlern drin. Optimalerweise, das könnte nicht besser für uns gehen. Vielleicht können wir nachdem wir die Base gebaut haben, einfach nochmal farmen, wenn wir Glück haben. Ist da wirklich alles drin? Es sieht so leer aus. Der hat das doch nicht in den Lagern drin, oder? Das wäre jetzt ziemlich doof. Eigentlich sieht es aus, als wäre es in den Sammlern drin. Aber auf so einem niedrigen Level zu farmen, habe ich wirklich noch nie gemacht. Nein, nein, nein. Der kann das nicht in seinen Lagern drin haben. Es sieht aus, als wäre es in seinen Lagern drin. Das darf nicht wahr sein. Wir haben so wenig geklaut. Ich habe jetzt gedacht, oh Gott, der ist inaktiv. Der hat so viel Gold da jetzt drin. Wir haben ein bisschen was bekommen, aber nicht so viel, wie ich es mir gewünscht habe. Komm, nimm noch das Gold mit. An die Lager kommen wir natürlich nicht dran, da müssten wir Mauerbrecher optimalerweise dabei haben. Ein bisschen Loot haben wir bekommen. Nicht so viel, wie ich mir oft erhofft habe. Ein bisschen was. Naja, Magierturm reicht nicht bisher. Stimmt das? Ja, der hat auch schon hoch aufgewertete Gold. Ich bin zu doof. Wenn ich keine Zeit habe, dann überlege ich nicht so bei so Sachen. Das ist blöd, wir setzen jetzt nicht die nächsten noch rein. Mal gucken, wie viel haben wir bekommen.
Naja, immerhin 40.000 Gold. Ich meine, bei so einem niedrigen Level ist das noch relativ in Ordnung. Wie viel fehlt uns noch? 10.000 irgendwas für diesen Turm. Naja, naja. Wir bauen einfach mal die Truppen wieder auf. Hier noch ein paar Barbaren und hier 5 und 4 und so. Machen wir es einfach mal so. Dann können die in der zweiten Zeit mal aufbauen. Gucken wir kurz. Ich hasse es, Videos aufzunehmen, wenn ich keine Zeit habe. 11.000 Gold, das kriegen wir locker hin. Dann können wir schon mal, wir lassen einfach die Stelle leer, wo wir den Magierturm hinsetzen wollen. Also ich habe zwei coole gefunden. Die sind jetzt nicht von mir. Da hätte ich hätte jetzt eigentlich Ahnung davon. Ich kann euch hier auch was dazu sagen, nur andere haben einfach bessere Bases gebaut. So, der weiße Punkt für die Leute, es sind ja auch viele neu dabei, da erkläre ich das einfach mal. Der weiße Punkt ist der Mittelpunkt von eurer Base oder von dem Standpunkt, wo ihr das hinsetzen könnt. Deswegen meistens Rathaus in die Mitte. Beim Clankrieg gibt es keine Farmbases. Da muss ja natürlich versucht werden, das Rathaus so gut wie möglich zu beschützen. Was wichtig ist, oder die wichtigsten Gebäude, sind beim Clankrieg 4 Stück. Als erstes der Minenwerfer, also bei so niedrigen Leveln, da rede ich jetzt von. Der Minenwerfer ist sehr wichtig, deswegen bleibt er am Rathaus. Als zweites die Luftabwehr. Weil wenn die Luftabwehr nicht am Rathaus steht, haben wir keine Chance gegen Lufttruppen. Das ist anders als bei normalen Kämpfen, wo kaum Lufttruppen kommen. Hier könnten Lufttruppen eingesetzt werden. Ballons, Drachen glaube ich nicht, das wäre zu unfair. Rathaus 5 mit Drachen kaputt machen, das wäre wirklich unmöglich. Und die Clanburg. Die Clanburg ist wichtig, weil da die Truppen drin sind, die wir als Verstärkung mitnehmen. Beziehungsweise die unserer Verteidigung als zusätzliche Verteidiger dienen, die dann die anderen Typen davon abhalten können. Normalerweise würde ich jetzt hier an diesem Punkt meinen Magierturm setzen. Ich setze einfach mal die Kanone dahin für die Mauerführung, damit ich da nicht irgendeinen Fehler mache und dann holen wir die gleich wieder raus. So, jetzt wird das einmal umzäunt. Ich weiß, ich habe noch nicht viele Fünfermauern, das kommt noch. Müssen wir einfach weiter daran arbeiten. Aber wir haben ja auch Zeit. Oh, das war meine letzte Fünfermauer. So, dann hier einmal bis zur Clanburg. Einfach mal komplett umzäunen. Geht einfach auf YouTube und gibt mal einen Rathaus Level 5 oder Rathaus Level 6 oder 7 oder je nachdem wie weit ihr seid und dann Clankrieg Layout oder sowas, dann findet ihr schon was. Dann nehmen wir jetzt einfach mal diese Kanone hier raus und der Platz ist dann für unseren Magierturm reserviert. So. Normalerweise sind Lager beim Clankrieg total egal, also Gold und Elix, weil euch da nichts gestohlen werden kann. Trotzdem kann man sie sehr gut verwenden, weil sie sehr viele Hitpoints haben. Das heißt, sie dienen dann quasi so als extra Schild. Wir setzen hier unser Goldlager hin, hier unser Elix-Lager hin, hier unser Goldlager hin und hier unser Elix-Lager hin. Dann ist das quasi so, man kommt nicht leicht in die Mitte rein. Man muss da schon ein bisschen was anstellen, damit man da reinkommt. Deswegen setzen wir die da rein und dann würde ich sagen, wir setzen hier oben einen Turm hin. Der kommt dann so, eins daneben. Und hier unten kommt dann eine Kanone hin. Die setzen wir dann, da setzen wir die hohe Kanone hin. Die werden ja bis zum Clankrieg dann auch aufgewertet. Hier die nächste und dann hier kommt wieder ein Turm. Wechselt das ein bisschen ab, damit nicht alle Kanonen an einem Punkt sind, alle Schützen, also alle Bogitürme an einem Punkt. Das soll schon ein bisschen Abwechslung haben. Die eine Kanone jetzt noch hier hin. Und jetzt können wir die nächsten Mauern ziehen. Bei so niedrigen Leveln ist es immer sehr angenehm umzubauen. Bei hohen, mit so vielen Gebäuden, da setze ich die Mauern immer vorher. Wenn ihr das auf meinem hohen Account gesehen habt, das ist dann deutlich angenehmer, wenn ich die Mauern schon vorher gesetzt habe. Hier ist das noch machbar. Hier gibt es ja nicht so viele Mauern. Viel falsch kann ich hier nicht machen, bis auf ein, zweimal verklickt. Ich muss sagen, dieses Space Layout hat mich einfach vom ersten Moment an sehr überzeugt. Es sieht sehr stabil aus. Der Vorteil ist, man hat viele Kammern. Man kommt nicht so leicht ins Zentrum rein. Und ich glaube, da gibt es viele Leute, die dümmere Base Layouts bauen. Ich bin gespannt, wie es im ersten Clankrieg aussieht, was wir für einen Gegner bekommen. Wie gut die eine Base gebaut haben. Ich würde euch empfehlen, baut eine Base, sucht euch eine im Internet raus. Oder einfach auf... halt, hier kommt nichts hin. Oder einfach auf... Wie heißt es? Ich glaube Clash Builder oder so irgendwie, da gibt es eine Internetseite, da könnt ihr auch eine schöne Basis finden, passend zu eurem Rathaus. Ist das richtig so? Ja, das ist richtig so. Das wird so verbunden.
Jetzt packen wir nämlich Fallen hier rein, damit, das habt ihr ja bei meiner Base gesehen, wir haben da auch Fallen hingesetzt und dann kommen die genau da reingelaufen und fliegen raus. So ist das gemacht. Eine Bombe hier vorne dann. Was setzen wir jetzt? Jetzt setzen wir nur noch die letzten Gebäude so rein als Ablenkung. Wir haben zwar noch einen Turm übrig und eine Kanone, die kann da nicht in die Mauern rein, aber das ist nicht zu tragisch. Da haben die damit draußen zu kämpfen. So, erstmal die zwei Bauhütten. Dann würde ich sagen, wir setzen unsere Armeelager. Eins hier oben hin, eins hier hin. Die ganzen Sachen, die wir jetzt an den Rand setzen, dienen wirklich so als Ablenkung, damit die Leute da länger drauf vorsitzen und dann wirklich Probleme bekommen, beziehungsweise schon Schaden von den Gebäuden bekommen, die dahinter stehen. So, das kommt dahin. Kaserne kommt davor, damit der Bogiturm wieder geschützt ist. Dann kommt auch direkt ein Sammler dahin. Einfach so. Und das soll es damit gewesen sein. Dann packen wir den nächsten Sammler hier hin. Und dann haben wir... Nein, wir lassen da eine Stelle frei. Dann haben wir da oben noch Goldminen. Eine hier. Und die nächste kommt dann hier rein. Und darüber kommt dann eine Kaserne. Haben wir die auch verbaut. Dann das nächste Armeelager ist schon da. Setzen wir das einfach mal so dahin. Habe ich was verschoben? Sah so aus, als hätte ich eine Mauer genommen. Jetzt haben wir noch eine Kanone übrig. Die Kanone setzen wir hier hin. Dann davor ein Elix-Sammler und davor eine Kaserne. Dann haben wir das schon mal. Hier vorne dann ein Gold-Dings. Also hier ist es egal, ob ihr es abwechselnd macht. Gold, Elix oder Economy Building. Weil hier wird euch nichts gestohlen. Keine Sorge, da kann euch nichts passieren. Labor kommt hier rein. Und dann haben wir noch eine Goldmine. Und noch ein Elix-Sammler. Und noch eine Goldmine. Und dann haben wir nur noch ein Elix-Sammler und eine Bauhütte und Bomben. Die Bombe, ich setz eine, glaube ich. Was habe ich gemacht mit der Mauer wieder? Ich setze eine Bombe dann hier hin, würde ich sagen. Und dann setzen wir hier das davor, damit die schnell nicht so an die. Damit die nicht so schnell an die Kanone kommen. Vielleicht noch hier eine Bombe. Da passt noch eine rein, das ist gut. Passt hier auch noch eine rein? Nein. Hier oben. Setzen wir die einfach da oben hin. Oder da unten mit den Bomben könnt ihr sowieso variieren. Da setzen wir die einfach mal da unten hin. Und zack, unsere erste Base ist fertig. Da kommt nur noch der Magierturm rein. Ich finde, sie sieht sehr gut aus. Wir bauen gleich noch eine zweite. Dorf wurde gespeichert. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas verpasst haben im Shop. Wir haben da wirklich jetzt... Wir können auch Luftbomben kaufen, die habe ich auch vergessen. Das darf nicht wahr sein. Was habe ich denn gemacht? Bauen wir die zwei Luftbomben noch. Ja, dann können wir die auch direkt einsetzen. War nicht zu teuer. Uns fehlt jetzt noch 20.000 irgendwas und unsere Truppen sind fast fertig. Optimal. Läuft sehr gut, dann können wir das auch noch direkt da reinsetzen. Würde ich sagen, weil die natürlich auf die Luftbomben, auf die Luftabwehr wollen, setzen wir das mal so dahin. Damit die Bombe setzen wir jetzt nach dahin, damit die, falls die mit Riesen oder so angreifen, damit die, wenn die auf die Luftabwehr wollen, dass die da daran scheitern. Und die andere, wir könnten die oben hinsetzen. Aber ich denke, wir setzen die beide hier hin, falls die mit Ballons hier drauf wollen, weil die zuerst die Luftabwehr ausschalten wollen, werden die von den Luftbomben direkt getroffen. Deswegen ist das eigentlich sehr gut da platziert, würde ich sagen. Jetzt werden wir direkt wieder farmen und dann werden wir die zweite Base bauen. Dann haben wir ein bisschen Varianz und Truppen sind fertig. Wir sehen uns wieder, wenn wir genug Gold gefunden haben. Hoffentlich vielleicht auch ein bisschen Elix, das wäre schön, damit wir unsere Magier bald anschmeißen können. Aber naja, keiner drängt uns, wir haben genug Zeit, also bis gleich, wenn wir die richtige Base gefunden haben. Wünscht mir Glück. So, wir haben einen gefunden. Der ist nicht wirklich inaktiv, der hat auch nicht so viel Gold, der hat aber viel Elix. Und irgendwie wollte ich jetzt eine kleine Challenge machen. Also wir müssen jetzt alles Gold mitnehmen. Und die Base ist noch nicht mal so richtig doof gebaut, also es geht. Immerhin so ein bisschen was gebaut. Wir setzen jetzt unsere Barbaren hier hin. Wir greifen von allen Seiten so ein bisschen an. Wir wollen den Turm hier kaputt machen. Und das Wichtigste ist, dass der Minenwerfer schnell kaputt geht. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Der kann unsere ganzen Truppen platt machen. Deswegen versuchen wir, an den Minenwerfer gleich ranzukommen.
beeilt euch ein bisschen, Barbaren, macht mehr Schaden. Wir haben irgendwie ziemlich viel Elixir ausgegeben für das Bauen von den Truppen, deswegen haben wir weniger als eben. Aber wir haben schon fast das ganze Gold, haben einen Stern abgezogen. Das Elixir kommt jetzt. Jetzt gehen unsere Ladies auf den Minenwerfer, der auf der anderen Seite abgelenkt ist. Sehr, sehr gut. Läuft optimal, jetzt kann uns nichts mehr treffen, wir haben auch alle Truppen gesetzt. Naja, wir kriegen das ganze Loot, wir kriegen 19 Cups. Nice, nice, wir können unser Magierturm bauen. Das haben wir geschafft. 100.000, gucken wir mal. Ich mache dann irgendwann später nochmal Kämpfe für unsere Magier, damit wir die im Labor aufwerten können. Dann fehlt sowieso nur noch der Blitzzauber und waren das die Goblins? Oder irgendwer fehlt uns noch im Labor. Immerhin, nice, 50k. Elix ist natürlich ein Witz, wenn ich das mit meinem hohen Account vergleiche. Nur noch die Goblins fehlen uns. Hierfür fehlt uns noch 39.000, das können wir auch eigentlich bald hinkriegen. Naja, wir bauen jetzt als erstes unseren Magierturm. Und dann bauen wir unser zweites Layout. Und irgendwie habe ich gesagt, ich habe keine Zeit und das Video geht so lang wie sonst auch. Egal. Ich beeile mich jetzt ein bisschen. Setzen wir den hier als erstes mal rein, damit der nicht seinen Platz verfehlt. Nein, Magierturm, geh da rein. Zack. So, das Space Layout gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann zeige ich euch natürlich auch Verteidigung von beiden. So, nächstes. Quasi genau das gleiche wie eben, nur ein bisschen anders mit der Mauerführung. So, wie haben die das gebaut? Ein Magierturm, unser neuer schöner Magierturm, der kommt jetzt nach hier unten hin. Und dann kommt davor ein Goldlager. So, natürlich auch wieder als Ablenkung, beziehungsweise dass die da durch müssen, daran vorbei müssen, weil das Ding viele Hitpoints hat. Wie eben auch schon erwähnt, so Magierturm und Minenwerfer sind gesetzt. Jetzt kommt die Clanburg. Clanburg, wo bist du? Clanburg. Clanburg. Clanburg kommt nach hier. Und dann ein Goldlager. Das kommt nach hier. Und dann kommt noch die Luftabwehr. Das sind die wichtigsten Sachen. Die müssen in die Mitte. Also Luftabwehr, Magierturm, Minenwerfer, Clanburg. Damit man das wirklich sehr gut geschützt hat. Jetzt wieder die Mauern verteilen. Das sieht so aus, als würde das so laufen und das einmal hier komplett rumgehen. Und dann... Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich wusste es. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Was habe ich falsch gemacht? Wir bauen als erstes mal, würde ich sagen, die... Wie kann ich das bauen? Wie kann ich das jetzt kontrollieren, was ich falsch gemacht habe? Ein Turm steht hier und der ist mit Mauern umzäunt. Das heißt, wir machen einfach mal die Mauern hier rum. Dann kann ja hier nichts schief gehen. Das ist richtig, wenn ich die Mauern richtig setzen würde. Ach Gott. So, und dann Mauern einmal hier rum. Haben wir das geschafft. So, das ist richtig. Darüber kommt natürlich direkt die Clanburg und die Mauerführung geht weiter bis hier oben. Zu dem Goldlager. So, Goldlager geht runter und dann ist die Luftabwehr eins nach vorne. Stimmt das? Und dann ist das Rathaus eins nach oben und der Magierturm ist eins nach da. Dann ist das aber schief. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Das wundert mich gerade. Ich sehe nämlich nicht den Fehler, das ist das Problem. Irgendwie, das Goldlager steht an der Ecke und das Goldlager steht an der Ecke. Ich hasse es. Seht ihr, jetzt mag ich keinen Base-Umbau mehr. Wie kann ich diesen Fehler bereinigen? Wir löschen einfach mal alles. So, dann würde ich sagen, Rathaus ist in der Mitte. Zack. So. Dann haben wir die ganzen vier Gebäude und oben kommt ein Elix-Lager dahin. Das ist nicht symmetrisch. Wie haben die das gebaut? Eine Sekunde, wir sehen uns jetzt in einer Sekunde wieder. So, wir sind wieder da. Ich habe den Fehler entdeckt. Also, das Goldlager kommt nicht hier hin, sondern es kommt eins nach links und dann kommt der Minenwerfer daneben. Minenwerfer, wo bist du? Hier. So, daneben kommt dann der Magierturm.
dann ist das auch richtig platziert. Dann sieht das so aus. Und dann kommt genau da oben an die Ecke die Clanburg hin. Die kommt dann quasi so hier hin. Und dann habe ich, dann dürfte jetzt eigentlich alles klappen. Dann kommt das Goldlager auch da oben hin. Zack. Jetzt fehlt uns natürlich noch die Luftabwehr. Die kommt dann, wo ist sie denn? Luftabwehr. Die kommt dann genau hier hin. Und jetzt dürfen wir eigentlich alles optimal platziert haben mit den Sachen, die ich euch gesagt habe. Also jetzt dürfte uns nichts mehr schief gehen, nichts mehr daneben gehen. Jetzt kann ich weiterbauen wie eben. So, das haben wir gemacht. Jetzt können wir unsere Mauern darum ziehen. Dann ist auch wirklich alles optimal. So, Mauern. Zack, zack, zack. Ich mache die goldenen Mauern einfach mal hier. Wir werden die ja sowieso nach der Reihe nach aufwerten. Das heißt, das ist egal, wo wir die jetzt hinsetzen. Das macht sowieso keinen Unterschied. Bis zum Clankrieg habe ich hoffentlich ein paar mehr Mauern auf 5. Weg damit, weg damit, weg damit. Und jetzt Mauern. Macht keinen Mist, ärgert mich nicht. Mauer nach da, Mauer nach da, Mauer nach da und zack. So, jetzt haben wir die. Jetzt haben wir das wenigstens fertig. Sieht sehr stabil aus, muss ich sagen. Jetzt haben wir genau, was wir eben gebaut haben. Einen Turm hier, eine Kanone hier. Und ja, machen wir erstmal die Mauer drum. Dann geht's eins nach vorne, eins nach rechts und zack. Und hier geht's dann eins hier nach vorne, zack. Und dann geht's hier nach da unten. Dann ist es sehr optimal gebaut. So, jetzt kommt oben, oberhalb von diesem Goldlager ein Elixlager hin. Dann kommt links eine Kanone und rechts ein Turm. Setzen wir hier die Kanone hin und hier den Turm. Und dann wird das wieder mit Mauern verbunden bzw. zugemacht. Weg da und hier rein. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich muss am Ende selbst mal gucken, was mir besser gefällt von diesen zwei Layouts. Die sind auf jeden Fall beide sehr schick und auch sehr durchdacht. So, dann kommt das Elixlager hier hin. Ich meine, bei meinem alten Rathaus 5er Account, also mein Rathaus 8er Account jetzt, ich weiß gar nicht, was ich da für eine Clankriegs-Base hatte. Sie sah nicht danach aus. Ich glaube, es war eine andere. Muss ich mal irgendwann nochmal nachgucken in alten Videos von mir. Oh Gott, das waren noch Zeiten. So, zack, haben wir das schon mal gemacht. Alle Mauern verbaut. Sieht sehr gut aus. Jetzt Armeelager. Eins hier. Da kann man jetzt nichts wirklich falsch machen. Eins hier und dann eins hier oben und das andere kommt dann hier rechts hin. Und hier sehen wir ja eine Lücke auf der linken Seite. Dann können wir da direkt schöne Fallen reinsetzen. Eine Sprungfalle und zwei Bomben. So, haben wir das schon mal. Dann als nächstes fangen wir einfach hier oben an. Eine Bauhütte. Daneben kommt dann wieder eine Mine. Und die Sachen sind jetzt alles wieder nur zum Ablenken, damit die da länger davor bauen. Wieso bist du nicht stehen geblieben? So, dann kommt wieder eine Bauhütte dahin. Dann kommt jetzt eine Kaserne dahin. Zack, haben wir die Richtung fertig. Dann Zauberfabrik hierhin. Und davor wieder ein Elix-Ding. Die muss man ja sowieso irgendwo hinstellen. Deswegen, was mit diesem Mauerstück? Was willst du da? Sammler, Mine und Sammler. Und dann setzen wir hier eine Luftbombe hin. Und dann kommt das Labor hier rein. Da haben wir wieder eine Lücke. Das heißt, wir können wieder die gleiche Kombi machen. Bombe, Sprungfalle, Bombe. Jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. Wieder eine Bildershut, dann Elix und Gold und Kaserne. Wo bist du? Da ist die Kaserne. Und dann noch Elix und noch eine Kaserne. Und dann hier oben nur noch einmal Elix und einmal eine Mine. Und dann hier noch eine Luftfalle. Und die Base ist fertig. Zack. Wir haben jetzt zwei schöne Bases gebaut. Müssen wir mal gucken, welche uns besser gefällt. Die eine oder die andere. Wir haben jetzt endlich einen Magierturm, der jetzt bald fertig gebaut ist. Es war etwas chaotisch heute. Eigentlich hatte ich überhaupt keine Zeit, aber wir haben jetzt trotzdem lange davor gesessen. Na, ich hoffe trotzdem, obwohl ich mich ein bisschen beeilt habe, gutes Deutsch wieder, hat es euch gefallen. Wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag im nächsten Clash of Clans Video bei meinem Low-Account wieder oder entweder freitags oder sonntags bei meinem High-Level-Account. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Woche dann wahrscheinlich Clan-Kriege. Gucken wir mal, wie es wird.
Ich freue mich drauf und haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.